Ist kein Problem, Gunter Schmidt war nett. War nett mit dir. Jetzt reizt er mit Arg wieder. Haben wir lang genug gesehen hier. Dich kann ich hier nicht auch noch verkraften hier. Was haben wir denn da? Ja, wir haben genau 1000. Wow, was ein Zufall. Okay, 1000 Polymer, 250 Kilo. Ja, passt. Ab nach Hause. Hat sich gelohnt, der Trip. Auch wenn wir jetzt hier eine Stunde rumgeflogen sind, scheißegal. 1000 Polymer kriegst du nicht sonst anderweitig nicht so schnell. Für Polymer musst du schon ganz schön farmen. Ganz schön farmen hier. Und da braucht man doch Öl dazu, wa? Und jetzt müssen wir noch einen Weg finden, dass wir automatisch Perlen kriegen. Braucht irgendein Tier, was Perlen scheißt. Öl haben wir jetzt auch. Aber wenn wir jetzt E-Polymer haben, braucht man gar nicht so viel Öl. Aber wir haben ja Schlitzi, der kann das ja machen. Wir haben ja gesagt, wenn er auf der Map ist, müssen wir ja zwingen, einige Sachen zu machen hier. Sonst muss er wieder in den Vulkan. Nur wegen mir hast du es gekauft hier? Uiuiui. Mach doch Oysterbett. Oysterbett? Was ist denn ein Oysterbett? Welches Bett ich machen wollte, ist das hier. Das Advanced Modern Bett hier. Das hat keinen Respawn. Das ist hier. Genau, Act as a Respawn Punkt, aber irgendwo haben wir es, es hat keinen Cooldown. Ich dachte, das Bett wäre das. Act as a respawn point for you and your tribe. Aber irgendein Bett war's. Hatten wir. Ich dachte, das wäre das. Letztes Mal stand noch da, das hat überhaupt keinen Cooldown. Dir selbst eine Ohrfeige geben. Alle 2 Minuten 4 Stück und dann nach einer Stunde sagen, wie du dich fühlst hier, Schlitzi. So, das solltest du gerne mal testen hier. Und mal sagen dann, welche Mod wir dafür brauchen, dass wir im Spiel das gleiche Erlebnis haben. Ich hoffe, das macht keine Umstände. Ansonsten auch nicht so schlimm. So, genau 1000 geholt. Wunderbar. Hätten wir eh zurückgemusst hier. Nämlich gleich die neue. So, dann fliegen wir mal los und gucken. Und suchen wir mal nach. Vielleicht finden wir noch einen schönen Quasi, ein weibliches Viech. Muss ja eigentlich immer einer gespawnt sein, wenn ein anderer weg ist. Wie schön es doch war, allein auf der Map zu sein. Hat man was gesagt? Man wusste genau, keiner konnte das auch machen, was man selbst gemacht hat. So, Keksi ist noch. Despawned. Was hat er geschrieben? Frühstück. Das war schon lange, lange her. 9.33 Uhr. Okay, 2 Stunden frühstücken. Vielleicht ist da irgendwas dazwischen gekommen wieder. Wurde er vielleicht gestresst von seinen Mitmenschen? Who knows, who knows. Quessel Food. Was fehlt denn da eigentlich?
Nö, Kengu ist nicht schlimm, da haben wir eh zwei. Ist der 80er denn Weibchen? Wer quasi der 80er? Jawohl, Antibiotika und leckeres Zitronenheißgetränk. Wunderbar. Dann auf geht's. Einfach schlucken, Galino. So muss das sein hier. Genau, eine Mod zum Perlenzüchten. Ach, die Mod. Ach, sie, die mit der Muschel ist. Ach, jetzt hat. Doch, die habe ich ja schon gesehen. Die ist ja schon älter, gell? Ach, jetzt hat weiß ich. Stimmt, ich hatte ja vorhin die Frage gestellt. Ich wusste gar nicht den Zusammenhang jetzt. Ja, dann fliegen wir mal rum. Schauen wir einfach. Fliegen wir rum, finden es selbst heraus hier. Aber danke für den Hinweis, dass noch zwei rumwurschteln. Ach so, Öl brauchen wir ja für Jackie. Stimmt, das wäre eine gute Idee. Ich wollte die Mod damals nicht drauf tun, da sie mir zu OP vorkam. Muss nochmal schauen hier. Deswegen habe ich sie nicht drauf getan. Ich dachte mir, Perlen sammeln ist ja kein Problem. Ist ja auch funny, ist ja nicht schlimm. Da gibt es ja zwei, sehe ich hier gerade. Man macht ja eh Spaß im Wasser, sammeln dies und das, ist ja egal. Da. Greater makes pearls for you. 2.0. The pearl allows a player to place stone in it. Over a period of time, it will slowly turn them into silica pearls. It is designed to work after you can craft a large crop spot. Achso. 27. September 2015. Ist mir ein bisschen zu alt hier. Und das hier? 22. September. Gar nicht mehr geupdatet worden. What the fuck? Du Scheiß, was ist denn das? Crafting required. Einmal Large Plots, 5 Zitin, 20 Öl, 10 Silicon Pearls. Also tust du Stein rein und dann okay. Ist halt schon ein bisschen OP, oder? Das freut mich, Hans, dass es schwer zu knacken ist. War ja auch so gedacht hier. Welche hast du denn drauf? Die 2.0, oder? Die ist ja hier oben grün markiert. Das heißt, gar kein Eingriff ins Spiel oder so. Ohne Probleme. Lauffähig. Genau, weiß ich ja. Ist ja okay. Wenn man da verreckt, kann man sich da was rausnehmen. Da ist ja eh nicht viel drin. Hi, Chitin oder irgend so ein Blödsinn. Wer dezent aufgepasst hat, der weiß es ja eh. Also hast du es ja mitbekommen. Oder wer dezent zugehört hat hier. Ja, ich mag es nicht nochmal dezent sagen. Was macht denn der Pinguin da? Guckst du? Wie viel habe ich denn hier? 244. Nämlich noch ein paar mit. Die Waffe selbst können wir reparieren hier in der im Fabrikator. Was brauchen wir? Polymer, Metal, Inki, Zementpaste. Okay, Polymer ist kein Problem. Nehmen wir uns 5 raus. Ne, wir nehmen es nur 4 raus. Okay. Ach so, hab einfach unseres eingegeben, das wir benutzen. LOL, echt? Ohne Scheiß. Habt ihr das gleiche gehabt? Wow. Okay, alles klar. Das ist geil. Okay.
Wir ticken gleich, das ist ja total fies. Gleich mal auf den Kopf schlagen und umticken. Wir sind eins. Wir sind eins. Klingt pervers. Ist auch so gemeint. Kuh, Quetzel, was haben wir da? Was fehlt da noch? Ach genau, die Paste. Oh Gott, die muss ich wieder herstellen. Und zwar die Paste wird hergestellt aus... Achso, und das ist nur Fleisch, nicht aus jedem, aus jeder Beere eins. Nein, ich will nicht Schlecks 82 genannt werden. Weil wir gleich denken. Siehste, wunderbar. Ja, dann verstehen wir uns ja. Da sind wir uns ja doch, ticken wir doch ähnlicher als wir dachten hier. Ach so, 40 Stück für eins. Oh mein Gott, da kann ich ja mehr herstellen. Geil, oder? Siehste? Da denkt man, man ist doof und trifft keine Leute, die genauso doof sind und dann hat man Schlitzi und Hans getroffen. Siehst du? Auf einmal. Da weiß man, man ist nicht ganz so allein doof auf der Welt. Das ist nicht viel, Schatzi, das ist Tatsache. So. Während der jetzt Zementpaste herstellt, gehe ich mal schnell schiffen. Komm gleich wieder. Schiffen, mir neue Kohle holen. Bis gleich. 60 Sekunden schiffen, AFK. Danke, Jingi, kann ich nur zurückgeben. Gex ist voll der Pisser. Danke, Slay, fürs Eingeben. So, schon 40 Mal bei Schiffen in diesem Jahr. Geht ja eigentlich noch, oder? Ist Tag 19 oder so. Was? Mit deinem Laptop unterwegs, Quad-Core, 2 Prozessor mit 2 GHz und 5800 mit 1 GB und 4 GB RAM. Boah, 4 GB. Das ist sehr, sehr schlimm, Gunter Schmidt. Ich weiß es nicht. Also sieht nicht ganz so gut aus, aber probier's doch einfach mal.
Also für Ark eigentlich sage ich eigentlich nein zu, ja, keine Ahnung, 80-90% schwierig. Du kannst es ja mal starten und probieren, wenn es beschissen läuft, nimmst du mal unsere Config, und wenn es immer noch beschissen läuft, dann ja, dann musst du es halt zu an deinem Heimrechner zocken. Losti, merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Gell, Gulaschstelle, ja, ich wollte mir jetzt nicht ganz die Hoffnung nehmen, aber deswegen habe ich gesagt zu 90%. Also, ich glaube es auch nicht hier. So, nehmen wir noch sechs mit, dann passt das. Ja, und das der Grenze, ja, auf jeden Fall, aber gut. Ja, sehr, sehr gerne, Gunter Schmidt. Wir machen doch immer gerne Hoffnungen. So. Schauen wir mal. Mal gucken. Mit Quessel einen Quessel zähmen hier. An allem zusammen, sage ich mal. Jetzt hatte ich meinen Freeze. Hatte ich meinen Freeze, ist ja klar. Wenn ich da 800 plus Sachen herstelle, mein Quessel hängt in den Elfenbeinzähnen des Elefantens fest. Ja, genau, so dachte ich mir, es auch. Hier liegt eigentlich an allem. Oder es liegt eigentlich hauptsächlich an dem Menschen, der vor dem PC sitzt. Denk mal drüber nach. Achso, warte, lass mich mal wieder Chat anmachen. Lasst mich mal wieder Chat anmachen, hier, damit ich sehe. Auto-Chatbox, apply, save. Das war auch Sinn der Sache, Gunter Schmidt. Ehrlich, der war gemeint. Siehst du? Du kennst mich ja. Dann weißt du genau, wie ich es meine. Ich glaube, ich habe alles. Ich könnte noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Von mir ist auch eine Flasche wegen Trinken, und dann kann ich mich auf die Reise begeben hier. Was haltet ihr vom neuen Kibbelgucker hier, Schlitzi und Hans? Und was haltet ihr davon, dass wir diese eine komische Motte mit reinnehmen wegen den Perlen? Ich weiß nicht. Also wegen den Perlen. Ich gehe auch gerne auf Taucher-Aktion. Suche. Dass man dann da Steine rein tut, Steine werden zu Perlen. Vielleicht zu einfach, oder? Thank you.
Okay, da sind wir uns ja einig. Gucker ist ganz in Ordnung und eigentlich Perlen auch gern färben. Jo. Dachte ich mir auch, alles klar. Okay, dann passt das ja. Weil Perlen macht eigentlich Spaß zu farmen. Schwimmst mit dem Hai, steigst ab, sammelst und es gibt ja eigentlich genug. Okay, wunderbar. Ist ja auch funny. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen Server, bei dem nur gebaut werden soll und nichts anderes, dann hält das Farmen halt auch. Aber mir macht das Farmen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich farme ja jeden Tag mindestens 1 bis 2 Stunden im Stream, das seht ihr ja. In der Zeit farme ich, quatsche ich mit euch, ja, das ist halt gemütlich. Ich sehe ja gerade Level 216, der Bronto, direkt vor unserer Base. Ich hoffe, wenn der später noch da ist, dann, ja, können wir es den ja mal holen. Nur jetzt möchte ich... Genau, Jacqueline Maria Horst, die 28. Und wenn dann Keks hier da ist, kann ja einer auf ihn aufpassen oder so, ich weiß ja nicht. Oder wir können uns abwechseln. Jetzt, dass ich jetzt hier neben dem Bronto warte eine Stunde, habe ich auch keinen Bock. So, ach, ich habe das tägliche Ritual vergessen, verdammt. Unser Rathaus brennt gar nicht mehr. Aber macht nichts. Ihr habt gesagt, es gibt 2 auf der Map, oder wie? 80 und 40, was war das? 80 und 16? Ist aber nicht wirklich hoch, wa? Und eine hohe Katze bräuchte ich auch mal. Und einen hohen Wolf noch. 120, 64, 52. Habt ihr jemals auf Valhalla diesen Sattel auf den Wolf bekommen? Ich wollte es letztens machen, aber es hat nicht funktioniert. So. Ja, nö, wir haben ja das Game, also mit den Mods machen wir das Game uns ja nicht leichter, sondern wir machen es umfangreicher. Sprich, du kannst viel mehr bauen, es gibt verschiedene neue Strukturen und dadurch ist es ja nicht einfacher, du musst ja sogar mehr farmen. Es gibt Strukturen, die brauchen fast nur Crystal, dann farmst du halt ewig, um eins hinzuklatschen. Von daher, es wird jetzt nicht unbedingt einfacher, einige Sachen kannst du installieren, da natürlich ist es dann... Wenn man es übertreibt, zu einfach, aber das machen wir ja nicht. Wir haben da schon gutes Balancing gefunden. Deswegen tun wir den Schmarrn noch mit dem Perl nicht drauf. Okay. Genau. Und wir haben ja auch letztens wieder Sachen aussortiert. Wenn etwas zu einfach oder zu komisch ist oder zu krass, tun wir es ja weghauen. Deswegen ist es ja momentan auch noch ein Testserver. Was meinst du? 184er Känguru wird ausgeliehen. Vielen Dank. So, Pläne haben sich geändert. Ja. Was meinst du, SOP? Ach, die Drachen, ja. Ja, genau. Genau, Drachen haben wir ja auch weg von dem Server. Wir haben ja ganz andere Mods als auf dem anderen Server. Klar, die besten Mods, ja. Haben wir behalten, sprich, dass wir höher im Level werden können. Dass die Tiere höher spawnen. Ja, und dass wir hier die Sachen bauen können und wieder wegnehmen. Ich weiß. Natürlich für euch, Schlitzi, nur für euch das Känguru. Wir sortieren hier aus. Und Känguru im Schuh. Juhu. Ich hab's in die Tamebox geworfen. Oh, na, no, jetzt liegt es. Ja, what the? Komm her. Das ist immer so eine Sache mit dem wieder wegbuggen. Du schmeißt sie hin, bewegst dich dann, dann buggt es wieder weg. Komm, runter. Gehst ein paar Meter und er springt nochmal hoch. Also muss ich es. Muss ich es natürlich. Komm her. Weiter. Weiter nach hinten, und dass es vorspringen kann oder andersrum. In den Fliegen geht's jetzt gar nicht. Warte, warte, warte. Hoppel die, hoppel die, hoppel die, hoppel. Jawoll! Ich meine, ich kann auch stehen bleiben im Quessel, aber so ist viel lustiger. Ja, fliegen.
Okay, also hat das keiner mehr hinbekommen, dann blockiert das irgendwas anderes mit dem Sattel. Jetzt bist du nach vorne fliegen, dann springt es kurz hoch, bleibt aber in der Box. Wunderbar. Okay. Wunderbar. So, ja, so viel zum Quesseln hier. Tja. Ich hab's halt verdient, Schlitzi. Ich hab's verdient, auf jeden Fall. Callisto, moin, moin, Christi. Wie geht's, wie steht's? Willkommen. Willkommen zurück hier. Bei der verrückten Gag-Show. Wow, das war ein Kopfschuss. Das war ein Kopfschuss, ey. Trotzdem steht's noch. Bumm. So, geschafft. Es liegt. Es liegt hier in der Tür. Na, warte mal. Jetzt brauche ich wieder Muschi-Rooms da. Ich brauche in meinem Zimmer Uschis. Was haben wir? 184? Ein erneutes Pro-Shari. Achso, das ist ein männliches. Also, Pro-Gaxi. 184. Gegen was tauschst du es denn? Gegen dein Leben, Schlitzi? Hier, du bist normal Standard, so braun. Okay. Oder später. Wo findet man Pilze am besten? Ich glaube auch im Sumpfgebiet. Kommt drauf an, auf welcher Map. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Hier zum Beispiel im Sumpfgebiet findest du das meiste. Gebe dir was? Ein roter Metallspeer. Pink würde ich nehmen. Rot ist mir zu aufdringlich. Oh, da sehe ich habe bloß ein paar Narcotics mitgenommen. Standard-Map. Standard-Map weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe damals nie Pilze gebraucht. Ich hatte sie zwar, aber ich weiß gar nicht woher. Ich glaube aber auch Sumpf, oder? Ich hatte immer genug Pilze. Im Sumpfgebiet? Oder einfach so habe ich gefarmt? Ich habe echt keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Kekse Beschwörungsformel an die Wand schmier. Hast du dieses Geräusch, dieses Wu-Wu-Wu-Wu-Wu, wenn jemand Hexenmeister da beschwert? Standard-Map Bäume mit den komischen Wurzeln abfarmen. Okay. Ach, dann habe ich es immer von da bekommen. Ich hatte einfach ganz viele Mushrooms, aber wozu? Was hast du denn da eigentlich liegen hier, Schlitzing? Ach, einen weißen Rex. Ui, ist das der erste Rex? Was habt ihr denn für ein Level? Soll ich vorbeikommen, den ausleihen oder was? Saugeil. Saugeil hier. Ja, ist ein bisschen viel hier. Mushrooms. Hier haben wir, glaube ich, hier eine Menge. Oder sollten wir eigentlich hier haben? Da, 402, ja, das reicht. Habe ich halt nie wirklich gebraucht, Slay. Von daher ist mir das nie so bewusst geworden, bis das Känguru da war. Ich habe die Pilze einfach gehabt, wenn gut ist. Habe ich einfach gehabt. Oh mein Gott, ist das hell. Was für eine kranke Seite. Prokoptodon. Also, Level. Was habe ich gesagt? 184, 180? Klar, nichts Warlocks Hornfiles. Mods werden installiert. Alles klar. Was? 232er? Komm gleich. Bin gleich da. Vielen Dank.
Also tausche Rex gegen Kangaroo, oder was? 184. 45 Minuten. Oh, lecko mio. 45 Minuten. Also, sagen wir mal einfach grob um halb eins. Ui, ist es schon halb eins, dann krass. Sagen wir mal grob um halb eins. Um halb eins. Aber das Tor passiert ganz gut von dem. Genau, such mal den Link. Ohne Link geht das nicht, Keksi. Alles klar, Keksi, geil. Warte, ich binde das gleich mit ein hier. Ist ja lustig. Bild speichern unter. Warte. Perfekt. Hast du gestern eigentlich Engel geholfen? Ich weiß ja nicht. Vorhin hat Engel kurz Hallo gesagt und hab doch gefragt, ob Engel auf den Server gekommen ist. Aber ich habe irgendwie keine Antwort gelesen. Hat sie geantwortet? Weiß gar nicht, hab da nichts mitbekommen. Steam Server adden. So, bin ich gleich mal mit ein hier. Dann bin ich das Kommando mal ein hier. Wie machen wir das denn? Unter was für einem Namen? Channel Kommando. Achso, nee, ich nehme den Link einfach, genau. Ich muss ja gar nicht im Stream mit ein, bin mir auch verwirrt. Ich brauche den Link direkt hier. Kopieren. Engel 1990. Ui, hat funktioniert. Voll gut, danke. Also warst du sehr gut, Keks. Ich bin stolz auf dich hier. Steam Server Ad. Hier findet ihr eine Anleitung für das Hinzufügen. Anleitung, wie ihr einen Server zu eurem wie ein Server bei Steam zu euren Favoriten hinzufügt, oder? Ja. Kann man verstehen, glaube ich.
wurde schon Counter. Counter. So, hier findet ihr eine Anleitung, wie ihr einen Server bei Steam zu euren Favoriten hinzufügt. Und dann dein Bild und dann passt das. Ausrufezeichen Steam Server Add. Ja, vielleicht nur noch einen besseren Befehl. Ist ja egal. Steam Server Adden. Machen wir Adden. Ja, Steam Server Adden. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht unten hinschreiben hier. Ja, gell, ist falsch die Farbe. Habe ich auch gesagt, Keksi. Karma ist total unten durch mit der Farbe jetzt hier. Nova, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie steht's? Tobi, merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so, ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Oh, ich lasse dir mal noch ein bisschen was da. Schlitzi hat sich unrechtmäßig diesen T-Rex da gezähmt. Das muss wieder entfernt werden, das Viech bei ihm. Muss meiner Technologie hinzugefügt werden. Und du weißt, Keksi, Widerstand ist zwecklos. Keksi, Schlitzi. So rum. Ich werde ihren Rex assimilieren. Ich glaube, wir spinnen nicht einmal halb so viel wie du hier. Karma. Farbe ändern, ganz frech hier. Nee. So geht das nicht hier. Wo soll das nur enden mit dir? Im tiefsten Loch hier. Im tiefsten Loch beim Vulkan. You are not prepared. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Total knuffig, finde ich den Spruch auf Deutsch. Ich lasse mal die Pilze zu Hause hier. Unrechtmäßig gezähmter Rex wird in Beschlag genommen. Ich mache mich auf den Weg. Danke für den Rex Schlitzi 1. Sehr nett von dir. Schauen wir mal, wo hier der Quäser rumfliegt. Ja, Akura, moin moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Was machen die da? 40 und 8, tun die da dumm rumstehen oder was? Diese Farbe erinnert mich an irgendjemand anders, Karma, bei dir, ich weiß gar nicht. Aber auch nicht so positiv. So grau. Ja, irgendjemand hat ja nochmal so grau. Schon, oder weil ich weiß? Tribe Member Keksdose, Bindestrich, komische Zeichen, as Giants is Arc. Okay. Ach so, warte. Ich muss Minus und Mal drücken. Hallöchen Keksdose. Einen wunderschönen Wünsche. Grüße an die Dose, sagt meine erste Stimme. Ich grüße die andere Stimme in deinem Kopf. Ich grüße die andere Stimme in meinem Kopf. Alles klar. Jetzt reden schon die Stimmen miteinander. Ich dachte nur, die hören sich sogar jetzt gegenseitig hier dann irgendwann.
Grüße von Stimme 1 zu Stimme 2, Grüße Stimme 2 zu Stimme 1 und leck mir am Arsch, sage ich dir nur. Wunderbar. So. Das wird doch krass, man hört so Stimmen und dann halt nicht gegenseitig. Denkst du dir, verdammt, ich will mitreden. Hallo, hallo, hallo? Dann beachten sie sich nicht mehr die Stimmen. Ja. Ja, dann haben die Stimmen sich gegenseitig. Ne? Ja. Okay. Da sind wir uns doch mal einig, Nami, krass. Erinnert dich die Farbe auch an jemand, der negative, komische Sachen gemacht hat. Ja, ja. Negative Schwingungen hat die Farbe. Wie kann das nur passieren? Das heißt, Kekse, jetzt bist du... Achso, warte. Ich hab hier gemütet. Was heißt, Kekse, jetzt bist du im Stream und auch im Spiel? Und im TS? Ich arbeite darauf hinaus, ja. Achso, das ist ja krass. Bin quasi wieder multifunktional vertreten. Geil. Nicht, dass du bald so rar wirst wie Shari. Nee. Ah, fuck, jetzt weiß ich, warum das so lange dauert. Gott, ich bin ein Idiot. Was hast du noch an? Ja, Photoshop. Ach, du hast Photoshop an? Ja, das ist ja klar. Überleg dir den ganzen RAM, oder nicht? Ja, klar. Hab ich doch schon wieder voll verdrängt hier. Dabei hat das gar nichts mit mir zu tun. So, zack, mal gucken, schon nicht hier. Drin. Ist Hexerei. Wunderbar. Oh, okay. Ping war gerade oben. War gerade die Sicherung, lass ihn mal kurz schauen. Muss gescheckt werden gleich hier. Sicherung ist zwischen 52 und 56. Okay, wartliche Sicherung. Das warst du, Keksi, oder war Stützi wieder? Da war irgendwas komisches zu machen. Passt. Na, hat 22. Sich ja Praktikant gegen Server getreten. Ja. 22, 23 mehr als optimal. Und wieder rausgeflogen. Kann so nicht arbeiten. Was passiert? Crash oder was? Ne, einfach. Ich habe gerade noch Standbild. Bei mir steht das Left is Arc. Okay. Ich werde einfach wieder in Login geschmissen. Also hier in Join Arc. Dann vielleicht nochmal beenden, starten. Ah, okay. War das nee, mit dem Photoshop nicht doch so toll? So ganz, dass Photoshop zu ist. Genau, die deswegen. Sagt grad, hallo, 99%, bitte mach was dazu. Ja, yeah, dann muss der Rahmen jetzt reingeschaubelt werden. Naja. Ach so, bei dir, ja, zum Glück, Karma, kann ich die Stimme noch unterscheiden. Wenn bei dir nur Rauschen ist, dann tut's mir schon sehr leid. Also ich habe da so einen Rauschfilter drin, mit Stimmeninterferenzverzerrungsfilter noch dazu addiert. Und ja, das mit dem Subraum, die Interferenzen konnte ich beseitigen. Von daher kann ich jetzt durch den Kommunikator die Stimmen perfekt hören. Und ihr auch. Er hat mich. Muss Anlauf holen, um zu joinen, ja. Dann auf Sprungbrett und losjumpen hier. Ja, ich glaube auch. Oh, ich muss mal eben reconnecten, mein TS macht Faxen. Ja, hat mir kurz gehört. Alles wegen Photoshop. Welches Level ist denn der hier? So, neuer Versuch. 200 Female. Ein 200 Female Hirsch. Haben oder nicht haben? Den mit Speedsattel. Ja gut, der ist eigentlich egal, der macht ja nichts. Ja, aber der ist eigentlich für nichts gut, ne? Ja, aus dem halt ein hohes Männchen rausquetschen. Dachte ich mir. Ganz lieb. Setzt das Nudelholz am Kopf an und rollst runter. Ja. Ich hab ja eigentlich auch Hans und Schlitze hier eingeladen ins TS, aber die wollen nicht. Die sind schüchtern anscheinend. Ja, ich auch. Was hast du hier eingeladen? Mich zwingst du immer. Das Inventar kann man ja zwingen. Stimmt auch wieder. Verdammt. Ja, aber nicht das weibliche Hirschgedönse da. Das Männchen ist optimal zum Tetchfarm, aber die Weibchen können ja gar nichts hier, Crusoe.
Ja, aber die Männchen sind ja genauso schnell wie die Weibchen, von daher haben sie nicht wirklich ein... Nicht... Hatten wir doch mal getestet beim Red Mar Racing, war genauso. Ja, das wusste ich auch, dass das mit den Weibchen schneller laufen geht, aber es ist ja auch egal, man kann ja nichts, trotzdem nichts machen mit dem. Was ist es jetzt? Jetzt habe ich mich hier festgebackt in meinem eigenen Ding da. Das ist kontraproduktiv. Ja. Mein Ding ist so groß, backe ich mir sogar selbst fest. Ein Kommentar. Ja, du hast richtig verstanden, Charlie. Das weißt du ja. Nur wusstest es nicht die einzelnen Leute hier. Jetzt häng ich in einem Scheißbaum hier fest. Nein! Jetzt hab, oh Gott, dieser Käfig jetzt auf einmal. Komm schon. Lande doch mal kurz. Kommst du her? Kommst du her, Partnerin von wie heißt er? Gandalf. Gut, dass ich jetzt auf dem Weg war, um hier einen Quersel zu ziehen. Ich hab schon einen Känguru gefunden, hab jetzt einen Hirsch. Und jetzt, okay, passt. Ja, also dann schießen wir mal, oder? In Poppes, Level 200, direkt neben das Känguru. Geh mal ein bisschen, geh mal etwas woanders hin. Das ist halt doof, wenn du dann auf dem Känguru liegst. Dass ich nicht auf euch beide getrennt zugreifen kann. Schau nicht so doof. Du wirst heute noch gerammelt, früher oder später. Auf geht's. Ja. Gandhi wird dich hart rannehmen hier. Aber sowas von. Tja, jetzt guckt sie. Riskieren, dass wir nicht zugreifen können auf sie, ist ein bisschen blöd. Deswegen, na. Ja. Soll sie sich bewegen, die Uschi. Ach, das schneit ja schon wieder ohne Ende. Ach, das ist wieder schneit oder was? Oh, hat ja jemand aufgehört? Also, heute Morgen hat es nicht wirklich geschneit. Das ist gut, ja. Megalocerus 200. Oh, mit Dimo-Kibbeln. Oh mein Gott. Ja, kann's vergessen hier. Der Drache ist ja schon zu schnell, Alter. Das ist ja... Ja. Drachen wärst du krass, deswegen haben wir den Drachen ja auch rausgenommen. Ist sau geil, oder, Argentavis? Ja. Deswegen lohnt sich ja Drache auch gar nicht hier. Naja, ich dachte mir, das ist einfach zu OP, Hans. Ist einfach zu OP und die ganzen Zusammenstellungen der Mod war mir schon zu viel damals. Deswegen, 11 Minuten mit 3 Dimo-Kibbel. Geht ja schnell.